So, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Halloween steht vor der Tür und deshalb gibt es heute Kartoffeln. Aber heute werde ich die Teile nicht schälen. Stattdessen bekommt ihr ein gruseliges Gesicht. Und das schnitze ich jetzt hier rein. Da kann man seiner Kreativität natürlich freien Lauf lassen. Und da ich besonders kreativ bin, sehen die bei mir alle gleich aus. Die kommen jetzt in den Ofen und vorher streiche ich die noch mit Öl ein. Wie ich später mit meinen Kindern reden werde. Ja, wer kommt gleich bei 200 Grad in den Ofen? Ja, du? Kleiner Spaß. Ich kann da jetzt gleich nicht einfach nur stumpf ein paar Kartoffeln essen. Das ist ja gar keine vollwertige Mahlzeit. Deshalb mache ich mir jetzt noch einen Dip. Nämlich Guacamole. Dafür brauchen wir Tomate und Avocado. Dann noch ein bisschen Zitronensaft. Das war ein bisschen viel. Salz und Pfeffer. Und eine Gruseltomate darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist ja so gruselig. Ah! Also wenn so eine Kartoffel bei mir klingeln würde, hätte ich krass Angst. Nein, lass mich hier ruhen. Nein, was willst du von mir? Nein.